Hallo und herzlich willkommen, liebe Studierende. Wir sind hier im Klimahaus Bremerhaven. Ich stehe hier mit Herrn Tanneberg im World Future Lab. Herr Tanneberg, was ist das World Future Lab? Ja, das World Future Lab ist ein begehbarer Selbsttest für Nachhaltigkeit, kann man es eigentlich ganz kurz sagen. Also ich kann hier meine Fähigkeiten testen, die zur Nachhaltigkeit in der Welt beitragen und sehe das Ergebnis direkt auf diesem wunderbaren Globus. Und alle anderen im Raum können auch sehen, was ich für die Welt tue. Das Klimahaus Bremerhaven gibt es mittlerweile seit fast 10 Jahren, genau. Habe ich gehört. Was ist das Ziel des Klimahauses? Also das Hauptziel ist, unseren Besuchern ein emotionales Erlebnis zu liefern und einmal um die Welt zu führen und dabei für den Erhalt der Welt zu sensibilisieren. Also wir wollen Ihnen ein emotionales Erlebnis hier im Haus liefern, Ihnen die Schönheit der Welt zeigen in den verschiedenen Klimazonen. Wieso ist diese Aufklärung und Bildung zum Klimawandel so wichtig, um dagegen anzugehen? Ja, wir glauben, dass Klimawandel ja vor allem in wissenschaftlichen und politischen Sphären stattfindet, beziehungsweise dort diskutiert und auch arrangiert wird, also unter Klimaschutzmaßnahmen, und dass die breiten Teile der Bevölkerung ja davon nur aus den Medien mitbekommen und gar nicht involviert sind und gar nicht wissen, was ihre Handlungen vielleicht dazu beitragen. Und wir glauben, dass über Bildung und erlebnisorientierter Vermittlung, dass dort durch die Ursachen vom Klimawandel und auch die Notwendigkeit des Schutzes der Erde vor mehr Treibhausausstoß gelingen kann. Welche Erfolge haben Sie als Klimahaus schon zu verzeichnen in Ihrer Zeit? Na, wir sind jetzt fast 10 Jahre am Markt und wir haben unsere Besucherzahlen auf einem sehr guten Niveau stabilisiert und haben ein großes Standing im Bereich außerschulisches Lernen für nachhaltige Entwicklung in Deutschland erreicht. Wir haben viele Events und internationale Veranstaltungen hier. Wir haben viele Fachgruppen, Fachexperten, mit denen wir sprechen. Wir haben Master-, Doktorarbeiten über das Klimahaus, also auch in dem wissenschaftlichen Bereich sind wir gut aufgestellt und wir werden halt nach wie vor als Ankerattraktion auch in Bremerhaven wahrgenommen für die Touristen und sind da sozusagen auch immer in der Bewertung als ja, mit einer 1 bewertet worden. Und das heißt, wir haben da alle unsere Ziele eigentlich erreicht und arbeiten aber hart dran, dass es auch so bleibt. Was würden Sie sich noch wünschen für die Zukunft? Für das Klimahaus? Wir wünschen uns natürlich weiterhin, dass viele Besucher kommen. Das ist ja immer so die, die Hauptaufgabe auch für uns, dass wir viele Besucher haben, damit wir auch weiter bestehen können. Denn wir sind ja eine GmbH, das heißt, wir müssen unseren Verdienst sozusagen über die Besucher generieren. Und da kommt es darauf an, dass viele Besucher kommen. Und wir wünschen uns natürlich, dass diese Besucherzahlen konstant bleiben, dass wir weiterhin als attraktiver Ort angewählt werden, dass wir von Touristen, aber auch von Fachbesuchern und Bildungszielgruppen weiter angewählt werden. Und da möchten wir natürlich noch weitere 10 Jahre gerne an dieser Position bleiben. Kommen wir mal zurück zu Klimawandel und Klimaschutz. Sie sind jetzt ja nun auch schon eine ganze Weile in dem Bereich tätig. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage global gesehen im historischen Kontext ein? Vom Klimaschutz oder vom Klima jetzt? Vom Klima erstmal. Nun bin ich kein Klimawissenschaftler, aber nach dem, was ich so weiß und von meinen Klimaexperten hier in meinem Team mitbekomme, ist es so, dass ja alles, was wir gerade erleben auf der Welt, alles, was wir messen, jenseits von dem ist, was in den Klimaszenarien vorhergesehen worden ist. Das heißt, also eigentlich sind wir längst 5 nach 12 oder 10 nach 12. Ich glaube, dass alle Parameter, wenn man sich das, die Erde als Tachometer vorstellt und alle Parameter leuchten rot auf, also was Biodiversität, Stoffeintrag, Ressourcenabbau, Klimawandel und so weiter angeht, da sind wir, glaube ich, längst drüber über dem, was wir eigentlich erwartet haben, und wir werden mit Klimaschutz allein nicht mehr weiterkommen. Wie bewerten Sie in dem Zusammenhang die Sustainable Development Goals? Ich finde die ein sehr wichtiges Instrument und das erste Instrument, wo die Weltgemeinschaft gemeinsam Nord und Süd und Ost und West beschlossen haben, sich von 17 Zielen eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Ob es gelingt, sei jetzt dahingestellt, aber allein, dass sich diese Staaten zu einer politischen Agenda verabredet haben, ist schon ein Riesenerfolg. Letztendlich kommt es darauf an, wie in den nationalen Regierungen, wie ernst die SDGs genommen werden und wie sie umgesetzt werden. Und da kann man zum Beispiel auf Deutschland gucken, da sieht man auch schon, wo es hingeht und was noch zu tun ist. Wie bewerten Sie da den deutschen Beitrag zurzeit?
Nun, in Deutschland ist ja so, dass die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie nach den SDGs ausgerichtet worden ist. Große Teile sind aber einfach nur organisiert worden nach den SDGs, also sozusagen umgeschrieben worden. Und ich glaube, wenn man sich Klimaschutz oder auch Ressourcenschutz anschaut, muss man einfach noch viel mehr umsetzen und noch viel stärker die Regierung auch fordern, das zu tun. Denn die SDGs gelten für alle Länder, für alle Bundesländer, für alle Kommunen. Und ich glaube, jeder Bürger und jede Bürgerin ist aufgefordert zu sagen, hier haben wir ein Programm, das kann unsere Welt bis 2030 ein Großstück voranbringen. Und bitte, liebe Kommunalpolitiker, liebe Landespolitiker, mach und geh deine Verpflichtung ein. Also ich glaube, da hat man einen sehr guten Hebel, die Politik auch zu fordern. Mhm. Welche Maßnahmen würden Sie sich denn konkret wünschen für Deutschland oder die Welt? Ja, wir müssen nur über Energiewende nachdenken. Ja, die Energiewende ist verkündet worden und ist dann sozusagen wieder totregiert worden, ja, mit Deckelung der Ausbauziele von Erneuerbaren. Wenn wir an Mobilität denken, an unsere Solarfahrzeuginitiative, die nicht funktioniert. Wir brauchen nur an unseren Klimaschutz selber denken, an die CO2-Emissionen. In Deutschland sind in den letzten 3 Jahren eigentlich immer wieder angestiegen oder nur leicht gesunken. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir machen Klimaschutz und die CO2-Emissionen steigen, irgendwas machen wir falsch. Mhm. Und woran liegt es denn? Es kann eigentlich nur an politischen Vorgaben liegen. Und da, glaube ich, müssen wir auch in vielen Bereichen politischer werden und auch die Bevölkerung politischer werden und Forderungen stellen. Denn wir sehen es am Energiebereich, Energiewende ja, aber wir sind der größte Braunkohleverstromer Europas. Da sehe ich, glaube ich, eher die Probleme. Hm. Sie haben auch schon einige andere Bereiche angesprochen, die in anderen SDGs vorkommen, wie zum Beispiel Energie oder Biodiversität. Mhm. Wo sehen Sie da wichtige Abhängigkeiten zum Klimaschutz? Alles hängt ja zusammen. Unsere Erde ist ein System, was voneinander abhängt. Nichts ist voneinander zu trennen. Und der Mensch ist ja zum Hauptfaktor geworden auf der Erde. Wir leben im Anthropozän, also der Mensch ist der Geofaktor geworden Nummer 1. Wir sind die erste Spezies, die das geschafft hat. Und da hängt alles zusammen. Und ob ich mich ernähre, ob ich einkaufe, ob ich mich mobil von A nach B bewege, meine Wirkung auf den Planeten muss ich halt möglichst klein halten. Und das zeigt auch hier dieses Spiel, was wir hier im World Future Lab betreiben. Das zielt genau darauf ab, dass ich das merke, dass ich auf der Erde Auswirkungen habe. Und ich glaube, man kann jetzt gar nicht einen Bereich rausnehmen und sagen, das ist wichtiger oder nicht wichtiger. Also wenn man sich die Biodaten des Planeten anschaut, ist der Verlust an Arten gerade viel, viel dramatischer als der Klimawandel. Weil wir haben Aussterberaten, die sind viel, viel höher als zu Zeiten der Dinosaurier, so etwas. Und das, wenn man alle reden über Bienen und so weiter, das ist nur ein Teil. Aber wir haben extreme Aussterberaten. Und das hängt mit unserem Verhalten auf der Erde zusammen. Wir verändern die Landoberflächen, wir holzen die Wälder ab, wir machen überall Rinder auf diese Flächen. Und das ist Monokulturalisierung. Und da können keine Spezies überleben, die dort vorher gelebt haben. Ich glaube, das ist einer der größten Punkte, die oft beim ganzen Klimawandel und so weiter gar nicht besprochen werden. Und dafür sind die SDGs wichtig, weil sie jeden Lebensbereich der Erde abbilden. Ja. Aber Klimaschutz ist natürlich für unsere Erderwärmung absolut notwendig. Und wir haben ja zum Glück das Pariser Klimaabkommen. Und da gibt es eine sehr schöne Verschränkung, weil das Klimaschutzabkommen von Paris ja in den SDGs auch vorkommt. Ja, also zum ersten Mal gibt es also ein eigentlich separates Abkommen, was in Klimaschutzpolitik wird in eine Weltagenda aufgenommen. Ja, sonst haben wir gedacht, naja, und wieder eine Klimakonferenz, ja, und dann entscheiden die wieder. Aber jetzt ist es sozusagen ein Teil dieser Agenda und ist mit in das Politikprogramm reingekommen. Das ist schon sehr wichtig. Und Sie haben vorhin gefragt, warum ist Bildung wichtig oder Vermittlung? Auch das ist erstmals im Klimaschutzabkommen aufgenommen worden. Das Ziel 4, also Bildung, qualitativ hochwertige Bildung oder Bildung für nachhaltige Entwicklung steht dort auch drin, steht im Pariser Klimaabkommen. Wir können nur Klimaschutz voranbringen, wenn die Bevölkerung mitgenommen wird. Das geht nur über Bildung. Und deswegen sehen wir uns sehr stark hier auch bestätigt und gleichzeitig in der Pflicht, unsere BNE-Bildungsprogramme weiter fortzuführen. Das sehe ich als Verknüpfung zu den SDGs und deswegen haben wir sie im Haus auch integriert. Ja, also wir haben uns dazu verpflichtet, 7 Ziele zu verbreiten, auch selber für uns anzuwenden. Mhm. Und zu denen arbeiten wir auch im Unternehmen. Also nicht nur, dass wir sie hier zeigen und mit denen sozusagen arbeiten, sondern wir arbeiten selber daran, besser zu werden im Klimaschutz, im Ressourcenschutz, in der Mobilität und so weiter. Stoßen Sie da auch an Grenzen, die Sie persönlich merken? Klar. Also dieses Haus steht hier mit 20.000 Quadratmetern, mit 500.000 Besuchern im Jahr. Da können wir nicht
völlig CO2-frei sozusagen dieses Haus betreiben. Aber wir können zusehen, dass wir möglichst wenig Emissionen ausstoßen beziehungsweise unseren Abdruck auf dem Planeten gering halten. Und, aber wie gesagt, wir haben hier Temperaturen von minus 8 bis plus 32 Grad und wir haben eine Gastronomie und einen Shop und da kann man natürlich nicht sagen, wir sind hier auf Null. Dennoch werden wir dieses Jahr klimaneutral werden. Sehr schön. Wir haben unsere CO2-Emissionen um 20% verringert in den letzten 5 Jahren. Wir haben unsere Energieflüsse angepasst und optimiert und unsere Beleuchtung umgestellt und so weiter. Und wir haben eine ganz geringe Restmenge an CO2, die wir jetzt kompensieren werden. Versuchen Sie also dann auch ein ganzheitliches Konzept zu fahren, nicht genau. nur nach außen die Bildung verbreiten, sondern auch in ja, das genau. Leben. Also das muss man, glaube ich, machen, wenn man das Klimahaus ist. Dann kann man ja nicht nur sozusagen Wasser predigen und Wein trinken, sage ich mal, sondern wir müssen natürlich auch Vorbild sein. Und wir sind in einigen Vermittlungsarten Vorbild. Also wenn man diesen World Future Lab hier sieht, das ist, glaube ich, schon einmalig in seinem Ansatz und innovativ auch in seiner Vermittlungsart. Und wie gesagt, das haben wir mit den SDGs verknüpft und lass uns da auch gerne auf die Finger gucken. Ja. Vielen Dank, Herr Tanneberg. Vielen Dank, liebe Studierende.